haben wir am 15. August 2021 den Erleer von der Sultanfeige vom Biofeigenhof zu begutachten. Und wie ich sehe, ist der schon durchwurzelt. Der Freund wird für zwei ganz nette Personen natürlich jetzt dann sofort abgenommen. Abgenommen, den werden wir jetzt dann abnehmen. So, Gott sei Dank haben wir unseren Dings ganz an der Wurzel. Abschneiden, das haben wir wieder super eng gemacht. Das ist die Haarvitere. Das ist ja fast schon zu genau gemacht. Den haben wir wirklich ganz genau am Dings. Aber wir werden ihn runteroperieren. Freundchen, wir werden dich schon irgendwie runterkriegen, und wenn wir eine Säge nehmen müssen. Der ist so genau ist. Und dann brechen wir mal ab. Ja, mit der. Ja. Schauen wir ihn an. Scharf stehen in der prallen Sonne. Schön an. Wenn wir das Ganze gleich in diesen Topf verfrachten, wieder mit unserem Spezialsubstrat aus Diadren, gebrochenem Bleton, 4 bis 8 mm und abgelagerten scharfen Kompost mit ein bisschen Perlit. So, mal hier schön Dreck machen. Das mache ich am liebsten. Und dann schön putzen. Und mir den Freund nicht zu lange in der Sonne lassen, gleich aufschneiden. Und einfach habe ich ja, das haben wir wieder mal so gut gemacht. So gut gemacht, so gut gemeint. Einfach einen Plastiksackerl genommen, ein kaputtes. Und heute haben wir wieder 100% Luftfeuchtigkeit. Und links drüber gegeben. So. Oh, sehr schön. Die werden wir gleich eintopfen. Werden wir gleich eintopfen. Die Pflanze. Oh, buddy. Kommt gleich hinein. Vorsichtig, Erde. Zuerst Erde. Schon Erde. Ein Erdbüschel kommt. Die schöne Wurzel. Und Golden Sultan. Dass wir ja nichts beschädigen. Das ist schon immer wieder aufs Neue faszinierend, wie schnell die Wurzeln unter guten Bedingungen. Vorsichtig. Hoppali. Und hinein. Upsi, und wie es ausschaut, haben wir die Wurzeln alle abgebrochen. Huh, ob das noch was wird? Eieieiei, wir werden das Experiment begleiten. Ja, ist selber schuld. Selber schuld.